Jetzt gibt es wieder die tägliche Dosis gegen Langeweile. TDGL. Ja, hallo zusammen. In diesen Zeiten, in denen wir vor allem von Corona und von Pandemie sprechen, es scheint das meistgehörte Wort in diesen Zeiten zu sein. Und dann hat sich noch ein Wort dazu gesellt, das heißt Systemrelevanz. Ehrlich gesagt, kommt mir dieses Wort ein bisschen spanisch vor. Ich kann damit nicht so richtig was anfangen. Was heißt systemrelevant? Geht es um die Relevanz eines Systems? In Wahrheit kann es doch nur um die Relevanz von Menschen gehen. Systemrelevant ist doch nicht das Gesundheitswesen. Systemrelevant kann doch nur eine Ärztin, ein Pfleger sein, der anderen zur Gesundheit verhilft, zum Wohl eines Menschen eben. Ein Baumarkt kann doch nicht systemrelevant sein. Es können bestenfalls die Menschen sein, die in einem Baumarkt arbeiten, um andere fröhlicher oder glücklicher zu machen. Gestern titelte die Rundschau und der Hellweger sogar: Der Staat ist systemrelevant. Ich frage mich, wie kann ein Staat systemrelevant sein, wo es doch nur um Menschen in einem Staat geht? Außerdem vermittelt mir dieser Begriff, dass es auch irgendetwas Irrelevantes gibt. Sind Sachen, die nicht in einem System aufgehoben sind, irrelevant? So wie Freundschaften, menschliche Beziehungen, miteinander teilen auch ohne physischen Kontakt. Und ich weiß, darin seid ihr gut eingeübt. Wir können in diesen Zeiten voneinander lernen, Ältere vielleicht von den Jüngeren an Lebensfreude und an Mut, auch neue Dinge auszuprobieren. Und wir können vielleicht auch von Älteren lernen, vielleicht die Geduld und die Ruhe, die sie vor sich hertragen, sind sie doch vielleicht am meisten von dieser Pandemie betroffen. Einer, für den wir alle relevant sind, nämlich jeder einzelne Mensch, das ist unser Gott. Er hat uns zugesprochen: Ich habe dich bei deinem Namen genannt, du bist mein. Systemrelevanz? Relevant sind wir, jeder Einzelne von uns. Du und ich. Ja, jeder Arzt, jede Ärztin, jeder, der beim Wasserwerk arbeitet oder der uns Lebensmittel verkauft. Aber dabei geht es immer nur um Menschen. Und Menschsein ist kein System. Menschsein heißt, füreinander da zu sein. Ja, vielleicht auch auf ungewöhnliche Weise. Mit einem Brief, mit einer Karte, einem Anruf. Das ist wirklich relevant. TDGL. Ich wünsche euch gute Zeit und gute Wege.